Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar werden wir heute um uns Folgendes kümmern. Der 5er BMW hat ja eine Gasanlage und da sollte ab und zu auch mal ein bisschen Inspektion dran passieren, würde ich mal sagen. Und deswegen tauschen wir jetzt heute einmal den Filter für die Gasphase, also den Gasphasenfilter. Das ist bei der Anlage gar nicht so schwierig, das ist eigentlich ziemlich einfach. Vorne im Motorraum ist so ein schwarzer Kasten, den muss man einfach nur aufmachen und dann den Filter einfach nur tauschen. Achtet natürlich darauf, dass in der Nähe nicht geraucht wird, denn da kommt noch das Restdruck in der Anlage. Dementsprechend kommt da halt noch ein bisschen Gas raus. Grundsätzlich sollte sowas natürlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Also ich empfehle es jedem natürlich in der Werkstatt machen zu lassen. Ich werde es an meinem eigenen Auto hier machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal rüber und ich zeige euch dann, wie das so funktioniert. So. Der Gasphasenfilter befindet sich genau an der Stelle hier. Entsprechend müssen wir jetzt das Ding hier einfach nur drehen. Da kommt ein bisschen was an Gas raus, also wir müssen da ein bisschen aufpassen. Und dann setzen wir halt den neuen Filter einfach nur hier rein. Aber Glück gehabt, da war kein Gas mehr in der Leitung. Hier haben wir jetzt den alten Filter, jetzt gucken wir, was wir hier irgendwie rausbekommen auch. So, hier haben wir den alten Filter, sogar schon ein bisschen Rost angesetzt hier, das ist komisch. Und der ist ziemlich hart auch, ist ziemlich verhärtet der ganze Filter hier. Den machen wir mal auf. Ja, also da reißt das Papier schon komplett. Ja, nicht verkehrt. So, nehmen wir mal den neuen Filter. So, den neuen Filter, den nehmen wir, da ist nämlich nur eine Öffnung auf einer Seite und die Öffnung zeigt zu den Rails hin. Hier drin ist auch das entsprechende Gegenstück, deswegen schieben wir den hier einfach nur drüber und rein. Achten natürlich darauf, dass der Dichtring hier vernünftig wieder sitzt. Schieben das ganze Ding hier zusammen, drehen das fest und gut ist. Ihr solltet dann natürlich jetzt einfach auch mal die Gasanlage laufen lassen, gucken, ob alles dicht ist. Also das würdet ihr auf jeden Fall dann riechen, wenn es nicht dicht wäre. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Ich mache hier mal das alte Zeug mal mit. Ja, das war es auch schon. Also mehr kann man in diesem Video jetzt auch eigentlich gar nicht zeigen. Will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, wie gesagt, man muss natürlich darauf achten, weil es kann natürlich sein, dass auf der Anlage noch ein bisschen Druck drauf ist und da halt ein bisschen Restgas noch rauskommt. Und wie gesagt, passt auf danach, wenn er wieder auf Gas läuft, dass ihr da entsprechend dann natürlich darauf achtet, dass da alles dicht ist auch. Ja, und ich würde sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schön kurz und knapp, würde ich sagen. Abonniert den Kanal, würde mich freuen. Lasst mir einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.